Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play NHL 18 im Saisonmodus mit heute den Krefeld Pinguin gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Ich bin gespannt, was heute abgeht. Ich würde sagen, wir gehen ohne großes Tamtam rein ins Spiel und schauen, wie wir uns schlagen gegen die Nürnberger. Oh Gott, wer will denn hier schon wieder was von mir? So geht die Aufnahme richtig gut los. What the fuck? Okay, nevermind. So, rein geht's. Sorry, dass ich direkt nach Aufnahmebeginn erstmal aufs Handy gucke. Aber. Ja, schauen wir mal, was geht. Umicevic. Beinahe mit dem ersten gefällten Schuss, wird aber geblockt. Okay, 1-0 Steven Reinprecht. Anderthalb Minuten hat es gedauert. Guter Start. Nicht. Eieiei, das wird ein anstrengendes Spiel, habe ich das Gefühl. So, Schimanski. Wenn im Angriffsdrittel. Kann den Puck sogar behaupten. Boah, Alter, wo hat er den Puck denn hingehauen? Oh, da kommt, wird der Pass abgefangen. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Aber wieder eine 3-auf-1-Situation. Pohl. Die 70 Engelage ist da, hat ihn safe. Just past 3 minutes played here in the first. The Ice Tigers ahead 1-0. Liebes, schön gestoppt von der 9. Der gibt jetzt Gas und bin aufgehört. Müller. Der Müller. Okay, Müller geht nicht von da her. What the fuck? Great job on a cut pass. No, no, oh, was? Nürnberg's forced another turnover in this very close game. He drives toward the slot. Nein! Treutler auf der Linie! So close! Niklas Treutler mit dem Save auf der Linie. So, Marcel Müller gegen David Steckel. Wo liegt dann Steckel? So, der Puckcheck trifft einen. Abgefälscht. Feser. Zu Müller. Wieder zu Feser. Der mit dem Schuss. War nicht mal so ungefährlich. Heusen. Okay. Reden wir nicht drüber. Ren Seagull wieder rein. Alles Viertel. Halten wir fest. Erstes Fazit. Mit Krefeld komme ich noch nicht klar. Merkt man, glaube ich, so ein bisschen, ne? Gabelig. Gewinnt das Puck. Zu Ness. Hat aber keinen ausgeschaut. Oh. Gott, das Tortreffen ist doch nicht so schwer. Seifer. Gavlik kann sich da auch nicht entscheiden, ob er den Puck haben möchte oder nicht. Wir bringen ihn auf jeden Fall erstmal wieder raus und Patrick Köppchen muss von vorne an neu aufbauen. Ness fängt ihn schnell ab. Das war kein richtiger Schuss. Ja, das haben wir nicht gesehen, dass der andere auch noch im Abseits stand. Fuck. Ärgerlich. So, schauen wir mal, was weitergeht. Passives Vorchecking bringt da gerade nichts. Jujas Möchel! Safe. Vor hinterm Tor. Oh. Irgendwie dröhnt mein Rechner gerade. Ich soll ja einmal ganz kurz pausieren. Oh. Sofort wieder da.
hoffe, dass... Ich hoffe, das war jetzt nicht laut bei euch. Da hat sich der Stecker meiner Boxen ein wenig gelöst gehabt. Und darum gab es ein Störgeräusch. Keusen! Scheißschuss. Echt kein guter Schuss. Aber gut, machst du nichts. Pieter am Bulli gegen Steven Reinprecht. Bulli wieder an Pieter. Szymanski zu Pieter. Bulli zu Szymanski. Dummer Pass. Zu Mitrovic da. Pieter geht da nach hinten. Oh, da haben wir ein Bein stehen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Na, mal gucken. Wir standen so halbwegs stabil bisher. Wenn wir jetzt die Unterzahl überstehen, sollten wir auf jeden Fall mal das psychologische Plus haben. Natürlich rechnest du mit dem Pass. Alter, wie schnell ist denn der Junge? Der zieht hier einfach davon. Holy fuck, ey. The power play unit has to recoil and try yet again. Gets in. What'll he do? Mishandled thanks to the roadblock. Puck loose. Konter im eigenen Stadion. Pieter. Da mach ich jetzt fuck. The Ice Tigers. Power play. Zugeben, es sind nicht die einfallsreichsten Pässe, die ich da spielen will. Nee, erstmal raus, bitte. Abseits, 4,7 Sekunden noch. Erstes Drittel ist rum, wir verlieren. Also, wir liegen hinten mit 1:0. Ja. Habe ich predicted. Ja, gut, komm, weiter geht's. Zwei Drittel haben wir noch. 6:4 Schüsse auf unserer Seite, traurigerweise. Daniel Pieter gegen Steven Reinprecht am Bulli. Bulli geht an Reinprecht. Oh, fuck, ungenauer Pass. Oh, komm, nimm ihn doch mit, den. Ja, natürlich fängst du den Passer. Mitrovic, bitte, danke. Oh. Guter Schuss gegen Treutle. Jetzt wird er abgefangen vom Reinprecht, der Schuss. So, Szymanski. Drin im Angriff. Mit dem Schuss, aber Treutle mit der Fanghand da. Ganz ordentlicher Versuch. Leider nicht sonderlich verdeckter Schuss. Von daher kann Treutle den Puck schnell sehen, früh sehen. Und ist dann nicht die größte Herausforderung, den zu reißen. Müller verliert mal wieder einen Bulli. Okay. Nimm den Puck nicht mit, wenn du ihm den abnimmst. Oh. Gut, Icing. Ach komm, gehen wir doch nicht auf den Keks hier. Oh. Oh. Ein Schlag daneben, schon Fight verloren. Alles klar. Haben mich direkt aus dem Gleichgewicht gebracht. Oh, jetzt haben wir 2,5 Minuten Strafen. Unnötig. Nur weil ich aufs Tor geschossen habe. Was sind denn das für Pisse? Was ist los mit euch? Also den Pass an Mann zu bringen ist doch jetzt nicht so schwer. Immer noch Müller auf dem Eis.
Ja, vor allem, wo die jetzt auch noch immer sind. So, komm. Dieser trifft das Tor nicht. Also 97 wird hart weggecheckt. Dortmund geht dann hinterher. Checkt den Gegenspieler weg. Unser Goalie, ich nehme an, es ist Di Berardo. Hey. Oh, ungültiges Tor, Torwartbehinderung nehme ich an. Oh, gut. 70 wird ein bisschen weggecheckt. Muss man nicht geben, das Tor. Ist vertretbar. Seifert. Eine Puckannahme, ey. Lischkowski. Schuss in die Fanghand von Treutle. Ah, der Wristshot aus dem Slot klappt doch nicht immer. Schade. Quick work on the faceoff. Got that pass near the blue line and now looks ahead. Let's it go. Hofland. Gaining space, maybe. Oh, schöner Direktabnahme da. Jetzt war's ärgerlich. Was? Es ist. Schade, gute Druckphase, aber kein Ergebnis. Stattdessen jetzt Konter der Nürnberger. Und die treffen nur den Pfosten. Glück. Kommt man da überhaupt aus? Ob du den Pass unterbindest. Micevic geht hinterher. Oh, outplayed. Da hat er mich aber hart outplayed. Können wir jetzt mal wieder den Puck da irgendwie wegspielen? Ach, come on, was? Der kommt nicht bei Pieter an, dein Ernst? Das ist doch lächerlich. Nee, Krefeld sagt mir noch nicht so ganz zu. Da sind mir zu viele ungenaue Pässe, schlechte Abschlüsse und sonst noch Dinge drin. Da hat man noch nicht so den großen Spaß, mit denen zu spielen. Ja, 1-0 nach wie vor nach dem zweiten Drittel auch noch. Mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall ein Tor, sonst ist das Spiel verloren. Und da stellen wir mal ein bisschen auf aggressiv den Offensivdruck. Pieter gegen Reinprecht am Bulli. Bulli geht an Pieter. Pass kommt leider nicht an. Kam aber auch nicht so wie geplant. Okay, da blockt mich mein eigener Mann. Come on! Echt? Patrick Reimer. Schau mal. Achso, nee, nicht erste Saison. Ich spiele ja keine richtige Saison. Das sehen wir schon 3-0 hinten. Das ist aber nicht so gut. Schauen wir mal, was noch geht. Ob überhaupt noch was geht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht gerade nicht. Was ist denn los mit Krefeld? Hallo! Puck holen, Puck gewinnen! So. Oh mein Gott, fucking, der passt denn jetzt schon wieder hin.
Saints in their own end in possession. Up the wing, holding on to it well. Pitching this one to Gilbert. Nee, das läuft noch nicht so wie geplant. Häusen. Schön. Aber. Terrific save. Terrific opportunity. Can he generate something? Wonderful block. Puts one on. Wow, what a glove save. Now that's a quick glove. Gesaved, aber nach wie vor 3-0 hinten, 12,5 Minuten noch. So langsam brauchen wir mal was im Angriff hier. Schauen wir mal. Müller gewinnt das Bulli. Wow. Come on. Brad Fesseling. Mit machen wir von der blauen. Und der Goalie greift daneben. Ja. So langsam. Oh. Echt jetzt? Ich habe Spielerwechsel gedrückt. Nicht, dass du passen sollst. Nach dem Pfleger. Wird dann durch den Weg gecheckt. Kann den Puck trotzdem behaupten. Ich krieg den Puck nicht. Was ist denn los hier? Tremendous pressure. Can't get a shot on. The Penguins are sitting on their bench waiting for that final horn to go off so they can get the heck out of here. Müller mit abgefälschten Puck da. The Ice Tigers gliding along through the neutral zone. He was outnumbered but not outmanned. So 97. Rein ist alles für dich. Aber Feser steht da. 4-1. Jedoch. Ah, 7 Minuten für 3 Tore, das könnte eng werden. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal, was noch geht. Ob noch was geht. Okay, geht nichts. Boah, der steht aber komplett frei vorm Tor. Alter Schwede, ey, alter Schwede. Tatsächlich würde es mich für die Nürnberger freuen, wenn sie so einen Kantersieg feiern hier. Deutlich größerer Nürnberg als Krefeld-Fan. Aber dass ich jetzt so auf den Sack kriege, das freut mich nicht so. Schöner Poke-Check da. Seifert geht rein ins Angriffsdrittel. Was? Eigentlich schön gespielt. Aber der hätte auch mal drin sein können. Meine Analyse zu der Situation. Och komm, da gibt's noch. Ich habe eine Strafe gezogen. Ah, jetzt auch noch Powerplay für Nürnberg. Heißt bis eine Minute vor Ende des Spiels. Das ist ein GG damit. Okay. Eieieiei, da ist ja auch jeder Schuss drin, ey. David Steckel, 6-1. Ja, ne, was soll ich dazu sagen? Müller versucht's da nochmal, scheitert aber an Treutle, 2 Minuten noch zu spielen, 6-1 der Spielstand. Hm, nicht gut, nicht gut. Clean win on the draw. The Ice Tigers wheel it up the wing. That rush is broken. So, das war ein ganz schöner Einsatz da mal. Jetzt muss die 15 aber auch mal Gas geben, um nach vorn zu kommen. Gefährlicher Pass da, der Treutle beinahe in Verlegenheit bringt. Back in his defensive end to get it. Aber wir kriegen halt keine Puckkontrolle. Hallo. Off that left wing.
Er fährt einfach so durch mein... Was ist denn los hier jetzt? Und wir kriegen den Puck wieder nicht. Das ist irgendwie bezeichnend für das Spiel heute. Die letzten 10 Sekunden laufen. Pfosten nochmal von Nürnberg. Komm, oh, für 2,6 Sekunden pfeifst du jetzt nochmal ab. Echt. So, schauen wir mal. So, Spiel ist rum. 6 zu 1 verlieren wir. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Eieieiei. TFGHIJK. LMNOP. Ich überlege gerade, wer unser nächstes Team sein wird am Sonntag. Straubing. Schwenning. Ah, Straubing oder Schwenning könnte unser nächstes Team sein. Wir schauen mal. Komm, ja, mach ihn hier. So, nach Krefeld. Komm, die Schwenninger Wild Wings. Wie angekündigt, selbst die sind stärker als Krefeld. Alter Vater. Liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder zum Saison, hier zum DL-Modus. Ich glaube, morgen müssen wir uns schon zum Franchise-Mode wiedersehen. Und heute Abend sehen wir uns dann noch zum Stream. Eine Menge Because Gaming ist von diesem Wochenende. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich auf jeden Fall. Haut rein. Bis die Tage. Ciao, Leute. Oh, ne, warte mal. Ich muss erstmal wieder hier mein Bild reinklicken, sonst beendet er die Aufnahme nicht. So, haut rein. Ciao.